Ich möchte euch alle auffordern, nicht nur heute, sondern als Wiederholungstäter auch an den anderen Tagen gerne wieder zu erscheinen. Das Zweite ist, warum bin ich heute als Wiederholungstäter wieder hier vorne? Ich bin gebeten worden, da ich regelmäßig, wenn ich hier gesprochen habe, einen guten alten Mann aus unserem deutschen Kulturgut zitiert habe, und zwar unseren Schiller. Und ein Vorredner von ihm, der Kollege, ich glaube, der Diplomphysiker oder was er war, oder Informatiker, glaube ich, hat das schon gesagt, es geht um ein Symbol. Und in dem Drama von Schiller, und zwar bei Wilhelm Tell, geht es genau um dasselbe Symbol. Es wurde ein Stock hingestellt, auf dem ein Hut draufgelegt worden ist, und Gessler verlangte von allen, dass sie sich vor diesem Stock verneigen sollen, also ein Symbol. Hier ist es wieder so, trag bitte den Maulkorb, auch wenn wir keine Infizierten haben, wir haben keine Erkrankten, trag ihn bitte, es geht um ein Symbol. Die Geschichte von Wilhelm Tell kann ich euch nur ans Herz legen. Ein Danke an einen Mitstreiter, er weiß, wer gemeint ist. Ich muss mich entschuldigen, ich kann das Gedicht natürlich nicht auswendig, weil das habe ich erst bekommen. Und zwar, das Gedicht ist von Schiller, dem man nun wirklich nicht Reichsbürgerschaft, Verschwörungstheorie, Impfgegnerschaft oder sonst irgendwas vorwerfen kann. Schiller schrieb: Deutsche Größe. Dies ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert, in das Geisterreich zu dringen, männlich mit dem Wahn zu ringen, das ist seines Eifers wert. Schwere Ketten drücken alle Völker auf dem Erdenballe. Als der Deutsche sie zerbrach, viele bot dem Vatikane, Krieg ankündigte den Wahne, der die ganze Welt bestach. Höheren Sieg hat er errungen, der Wahrheit Blitz geschwungen, der die Geister selbst befreit, Freiheit der Vernunft erfechten. Dies für alle Völker rechten, gilt für alle ewige Zeit. Danke.